Vom Honda sieht bestimmt ganz kacke aus, ja, sage ich ja. Das würde gehen. Jo, wird man. Mein ATU-Tuning, ach, das waren noch Zeiten. Schön Billigwagen gemacht. So, also. Ja. Es gab zwei, drei Fohlen, die haben gepasst. Aber ich mache hier mal was Eigenständiges. Erstmal den. Tja, wie gesagt, ich mag eigentlich bei älteren Autos mag ich eigentlich schon so Metallic. Und dann mal gucken. Aber ich habe hier noch gar keine Ahnung. Eigentlich. Nee, Mann. Ja, ich gehe mal ein bisschen durch. Vielleicht mache ich doch ein Mattet, eine matte Farbe. Ah, irgendwie passt zu dem so gar nichts. Also ich würde ja auch so ein Blau schon nehmen. Ich mache mir das hier lieber wieder selbst. Das ist gefällt mir besser. So, jetzt gucke ich mir mal die Farbtöne an. So, das ist schon nicht schlecht. So, ich würde den mal im Blau fahren wollen. Also, das sieht schon gut aus. Und ich habe ja gerade schon mal ein bisschen geschummelt und habe mir alle Designs mal so ein bisschen angeguckt, was zu dem Auto passt. Und also mir hat jetzt am besten gefallen eigentlich diese Muscle Car Striche. Jetzt finde ich die aber nicht mehr, weiß ich gar nicht, wo die waren. Bestimmt hier eigentlich war. Sag. Bin ich jetzt blöde? Wo sind denn die Streifen? War das bei Formen, war das doch, war? Ja, hier. Also so ein ganz klassisch. Also schlecht finde ich das gar nicht. Von der Größe müsste das noch. So, wie findet ihr das denn? Ich finde, es passt eigentlich ganz gut. So, dann muss ich aber auch das gleiche Spielchen vorne machen. Und der Clou dabei ist jetzt. Guckt mal.
dass ich das jetzt. Na nun komm schon. Ah, das klappt leider nicht so, wie ich das wollte. Also ich muss es so machen. Ne, ich muss es noch. Hey, klappt leider nicht so, wie ich wollte. Also ich muss es so machen. Sogar noch größer. So. Oder noch größer. So wäre gut. Ja. Also ich gehe damit halt immer gerne einmal komplett. Nun mach rum. Ich mag das halt nicht, wenn es nur am Dach ist. So. Kommt dorthin. Ein bisschen. So ist das gut. Jetzt finde ich, sieht der schon ganz gut aus. Und dann finde ich ja sowas bei so einem Wagen gar nicht schlecht. Aber das mache ich transparent. Metallic, total glatt. Und dann mache ich die Transparenz auf 20. Okay. Auf die Seite nämlich auch. So, jetzt kippen. Ein bisschen größer machen. So kommt hin, war. Jo. Noch ein bisschen nach hinten, dass der okay. So, Farbe ändern, transparent 20 und komplett glatt und metallic. So, jetzt finde ich, hat der schon Style. Warum? Ja. Jetzt habe ich nur ein Problem. Schon wieder. Also, ich habe schon wieder einen Bug. Und zwar schaut euch mal den hinteren Kotflügel an. Änderung speichern. Neuer Slot. Also wie gesagt, sieht schon sehr cool aus. Leider habe ich hier einen kleinen Bug. Und am hinteren Kotflügel habe ich hier irgendwie, warum auch immer, es geht dann, was, da muss ich nochmal gucken. Was ist denn da los? Folie bearbeiten. Also irgendwo muss doch da. Seht ihr das? Aber ich habe nichts anderes. Ach so, was jetzt natürlich sein kann. Ist, dass der schon wieder von oben so rumgesponnen hat und das von oben, nee, auch nicht. Also auch hier, ihr seht, ich habe hier jetzt einen blöden Bug. Das ist immer ärgerlich. Aber lässt sich leider jetzt auch nicht ändern. Ach.
Gut, dann kann ich die auch verwerfen, ist egal. So, dann sind wir mit dem erstmal durch. Wie gesagt, warum der da schon wieder so rumglitscht mit der Farbe, weiß ich leider nicht. So, ich würde sagen, jetzt versuche ich das Rennen gleich nochmal. Ach, das geht aber auch gar nicht, Alter. Guck mal, das fällt voll auf. Seht ihr das? Das ist schon wieder total schade. Aber egal, ich mache das Rennen jetzt nochmal. Und leider Gottes müssen wir danach die Farbe neu machen. Ich finde, das ist ja dann nicht gut. Wow, der driftet schön. So, Leute. Also, im nächsten Video gibt es das Rennen nochmal. Diesmal mit einer leichten Anpassung. Und ja, danach gehen wir gleich rüber und werden die Farbe noch einmal ändern müssen. Ja, wie gesagt, schaltet beim nächsten Mal bitte unbedingt ein, denn dann freue ich mich. Bis dann, Leute.